Ja, meine Freunde, besiegen wir heute Manchester United und damit herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play von FIFA 14. Ja, aber erstmal muss ich sagen, es ist wirklich ein dummer Fehler unterlaufen in der letzten Folge, obwohl ich war das gar nicht. Meine Capture Card war das, sagen wir es mal so. Ich nehme auf, schön. Na gut, wir haben 2-0 jetzt gegen Manchester United verloren, war nicht. Nö, nicht 2-0, 2-1 haben wir verloren. War nicht so gut, aber es wurde nicht aufgenommen. Ich will dann auf Bearbeiten gehen und dann war der Bildschirm auf einmal schwarz. Ja, und deswegen habe ich mir überlegt, machen wir doch einfach mal noch ein Freundschaftsspiel gegen Manchester United. Also, ich glaube, das ist sogar. Nee, ist doch nicht. Müssen wir nochmal Kader. Oh, ich muss eben meine Boxen leiser machen. Wartet. So, ist alles so unorganisiert gerade. Dafür Jones, okay. Und das reicht, dann ist das die Aufstellung, die wir auch gegen Manchester United hatten. Und dann würde ich mal sagen, spielen. Bronze-Level. Okay, das will ich aber eigentlich gar nicht machen. Ich bin da sowieso nie so für diese Übung. Wie ihr hier gerade seht. Na, zum Spielen Start-Taste drücken. Ist einfacher. Dann haben wir hier das Intro. Barclays Premier League, das stimmt zum Glück. Vierter Spieltag. Mal gucken, vielleicht gewinnen wir ja jetzt. Und dann müssen wir das irgendwie auf die Liga übertragen können. Das wäre doch was, oder? Aber nee, leider haben wir ja 2-1 verloren in der. Ich glaube, 85. mache ich dann noch das 2-1 oder so. Ja, so war das. Die hatten da auch mal wieder unsere anfälligste Position. Der rechte Verteidiger, der hat zweimal nicht aufgepasst. Einmal bei einer Ecke und einmal ist er wieder nur nebenher gelaufen. Ja, und dann hatten wir eben, konnte der United-Spieler eben einfach nur schön reinflanken und dann kam einer frei zum Kopfball. So sind die Tore gefallen. Oh, das fängt ja schon wieder gut an. Gut gehalten. Und ja. Einzel United. Aber das ändert sich jetzt. Komm. Jetzt will ich gegen die gewinnen. Obwohl es nur ein Freundschaftsspiel ist. Komm und drauf gehen, drauf, komm, geh doch drauf. Komm, geh doch einer drauf. Hier geht's auf der linken Seite. Da wird sofort angegriffen und gestört und da ist der Verteidiger auch schneller. Als Glenn Johnson, der englische Nationalspieler, muss man sagen, auf der rechten Verteidigerposition. Und das war abseits. Mann, gibt's auch gar nicht. Mann, zu langsam, Suarez. So leichtfertig darf man den Ball einfach nicht verlieren, muss man sagen. Guck mal da muss man doch dran gehen. Mann. Aber ist ja nur ein Freundschaftsspiel. Finde ich, habe mich auch noch gut geschlagen gegen Manchester United in der Liga. Ich habe das nämlich vorher schon mal kurz ausprobiert. Also auch ein Freundschaftsspiel gegen Manchester United gemacht und da habe ich 3-0 verloren. Deswegen war ich eigentlich froh,
in der Karriere, dass wir da nur 2-1 verloren haben. Und dann wollte ich schnell auf Verarbeiten klicken, wie schon gesagt. Und dann auf einmal, ja, war der Bildschirm schwarz, beziehungsweise da, wo eigentlich das Bild oder das Video angezeigt werden sollte. Da dachte ich mir dann, Mist, was machst du jetzt? Dann habe ich mir überlegt, wollte ich erst nochmal so einen kleinen Vorspann da vors Video schneiden und dann so ein paar Ausschnitte von den letzten Spielen zeigen. Aber das hat dann auch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Oder gefiel mir irgendwie nicht. Und dann kam ich jetzt auf die Idee, dann machst du einfach ein Freundschaftsspiel. So als Entschädigung. Ma, der muss doch viel schneller passen. Ich habe auch ganz schnell Dreieck gedrückt, aber... Jeez. Schön. Na, hätte man da nicht vielleicht auch Elfmeter geben können, wenn man Abstoß noch nicht mal die Chance wiederholt. Mann, was ist denn das, ey? Was ist das denn heute? Geht ja gar nicht. Jetzt schieß! Schade. Mist. Komm weiter. Sauber gemacht. Jetzt geh. So wollte ich das machen. Und schon wieder abseits. Die haben aber auch eine Abseitsfalle hier. Manchester United. Das gibt's gar nicht. Mann. Aber Manchester United ist wirklich nicht schlecht, muss man sagen. Obwohl die in der Saison im Moment ja wirklich nicht gut sind, würde ich mal behaupten. Die sind auch, glaube ich, um Europa noch zittern. Das müssen die jetzt hier in FIFA mal sein. Beziehungsweise in unserem eigentlichen Ligaspiel hätten die so spielen müssen, wie sie jetzt im Real Life immer spielen. Aber letztes Jahr waren die souverän Meister und jetzt auf einmal, da ist ja gar nichts mehr. Oder kaum noch was. Schön gemacht, Jones. Und jetzt komm. So, was ich auch noch sagen wollte, ich will jetzt so ein bisschen verstärkt FIFA spielen, das heißt, es wird wohl immer so sein, dass 2 Folgen FIFA kommen, dann wieder eine Omsi, dann 2 Folgen FIFA, weil ich will auch bald Nationaltrainer werden und das möglichst so, dass wenn das WM-Spiel rauskommt, dass wir dann umsteigen können. Also wenn wir dann ein FIFA-Nationaltrainer sind, umsteigen auf das WM-Spiel und da dann mit der Nationalmannschaftskarriere weitermachen. Das wäre doch ein guter Plan, glaube ich. Ich hoffe, das wird dann so um den Mitte April sein, dass wir hier in FIFA Nationaltrainer sind. Ich werde jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, verstärkt FIFA spielen und nicht mehr so viel Omsi. Für Omsi habe ich auch ein neues Format geplant, aber dazu später mehr. Beziehungsweise in der nächsten Omsi-Folge. Da fahren wir ja mit dem Gelenkbus in Römerberg den Berg hoch. Bei Schnee. Ja, so machen wir es. Und da werde ich dann noch ein bisschen zum neuen Format erzählen. Da muss ich auch noch einiges vorbereiten. Und ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal weiter. Fortsetzen.
Weiter geht's. Dass wir immer aufgehalten werden, gefällt mir nicht. Kommt noch raus, du Torwart. Mann, was macht ihr denn da? Jetzt geh, komm, den lass du. Oh, oder der Torwart hat den. Schade. Ah, schade, Innenpfosten. Überlegt euch das mal. Von da vorne Innenpfosten, das wäre so geil, wenn der drin wäre. Wenn der drin wäre, muss man dazu sagen. Warum dribbelt er jetzt nicht, wenn ich den rechten Analogstick benutze? Irgendwie unlogisch. Und jetzt muss der Torwart rauskommen. Schön. So macht man das. Da müsste jetzt noch ein zweiter stehen. Und Schuss. Mist. Komm, wir wechseln mal. Wie sieht's denn aus? Coutinho wechseln wir mal aus und dafür bringen wir Sterling. Und bei denen kommt Young für Welbeck. Aber soll uns ja auch egal sein. Kannst du vergessen. Da macht Rooney auch noch sein Tor. Schöner Flugkopfball. Aber ins falsche Tor, würde ich mal behaupten. Wäre schöner, wenn er ein Eigentor machen würde. Vielleicht können wir Rooney ja bearbeiten und vielleicht mal eine Anfrage machen bei Manchester United, ob der nicht kommen will. Also jetzt in unserer Karriere. Weil mit Rooney wäre das doch sowas, oder? Der ist ja auch im Real Life nicht wirklich zufrieden in Manchester United, zumindest zu Beginn der Saison, als David Moyes kam. Und vielleicht ist das in FIFA ja auch so und vielleicht will er ja wechseln, glaube ich zwar eher nicht und ich glaube auch nicht, dass wir genug Geld dafür haben, aber wir könnten ja mal nett fragen, wenn die dann zum Beispiel noch einen Spieler kriegen und so. Können wir ja in der nächsten oder in den nächsten Folgen mal so machen. Ich weiß gar nicht, wer unser nächster Gegner ist. Ich habe nachgeguckt, aber ich habe es vergessen. Und jetzt, komm. Ey, gibt's denn sowas? Frei vom Tor und der schießt daneben. Mann. Den habe ich wirklich schon drin gesehen. Schade.
Mann, wie kann er denn da so durchlatschen? Ist doch alles Mist. Und das war auch so ein Babyschuss. Mann, da schießt ein Minikicker stärker. Und da steht doch keiner. Wir müssen wirklich mal die Schnelligkeit trainieren. Ich meine, das müsste noch gehen, aber das habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt. Da habe ich mich auch schon gefragt, können wir eigentlich noch trainieren? Sauber, Jones. Und jetzt... Jetzt geh doch mal, geh schon mal. Aber keine Chance. Mann, haben wir ein Pech. Was sollte das denn jetzt sein? Eigentlich wollte ich nur kurz spielen, aber wenn Jones meint, dann soll er so machen. Oh, das war auch riskant, riskant. Das war fast so wie, als ich vor kurzem mal so ein Spiel hatte, da war auch... Unser linker Verteidiger passt den Ball schön so in die Mitte rein. So ungefähr Höhe 16er. Ja, und dann, ich bin Torwart übrigens, und dann war der Stürmer frei vor meinem Tor und konnte sich einfach die Ecke aussuchen. Aber wirklich, der stand hier so ungefähr, wo ich jetzt stehe mit meinem, den ich gerade kontrolliere. Dann passt der schön da so in den 16er Halbkreis rein. Sehr schlau gemacht, aber der Spieler hat ansonsten gut gespielt. War nur ein Ausrutscher. Und wir haben auch einen Ausrutscher gemacht hier gegen Manchester United. Ah, da kann man mal verlieren. Zum Glück haben wir in Wirklichkeit nur 2-1 verloren. Da bin ich jetzt froh drüber. Obwohl ich jetzt auch gerne gegen Manchester United gewonnen hätte. Aber dann hätte ich mich geärgert, warum ich in der Karriere nicht so gespielt hätte. Naja, ist ja auch egal. Das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht bist du beim nächsten Mal ja auch wieder dabei oder guck dir auch die letzten Spiele an. Und wenn du nichts verpassen willst, abonniere mich doch einfach. Tschüss, bis zum nächsten Mal.